Das sieht aus, als hätte ich essbaren Scheißschleim gemacht. Lecker. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen so unnötig Video. Die ganz schlauen Hater, die kommen jetzt natürlich auf die Idee, in die Kommentare zu schreiben: Boah, ey, die Hacks, die sind nicht so unnötig, dein Video ist so unnötig. Gegeben. Wer hätte das gedacht? Aber genau weil ich diesen Namen so lustig fand, habe ich diesen Namen für meine Reihe gegeben. Für die, die die Reihe noch nicht kennen, bei der so unnötig Reihe geht es darum, verrückte YouTube, Social Media Trends, DIYs einfach mal zu testen und zu gucken, was das denn so taugt. Hier ein kleiner Einschub, da sehr viele Fragen werden. Dieses Video hier ist vorgedreht. Ich bin momentan schon in Mauritius für einige Monate mit meinem Freund zusammen. Wir haben ja einen Vlog-Kanal, dort könnt ihr alles mitverfolgen. Link dazu in der Infobox. Auch unsere Instagram-Kanäle, dort kriegt ihr immer die neuesten Updates. Schaut gerne rein und jetzt erstmal geht's weiter mit dem Nutella-Slime-Rezept-Video. Heute wird es um essbare Nutella-Slime, Knete, wie auch immer man das nennen mag, gehen und ich werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn euch die Reihe so unnötig gefällt, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid, dass ich mehr Videos dieser Reihe mache oder abonniert den Kanal sehr gerne kostenlos, dann kriegt ihr natürlich immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues so unnötiges Video gibt. Haha, Wortwitz! Sophia ist wieder so lustig heute. Aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zum Nutella-Slime. Ich hatte ja bereits schon Mauam-Slime ausprobiert und da hatten wir gesagt, ist nicht so ganz geil. Aber ich habe dann ein weiteres Tutorial gesehen und dachte mir, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance und probiere Nutella-Slime aus. Das Video, was ich von einer amerikanischen YouTuberin dazu gefunden habe, beziehungsweise das Rezept, was auch ich angewendet habe, verlinke ich euch mal unten in die Infobox. Könnt dort natürlich auch gerne reinschauen. Aber ich zeige euch jetzt am besten hier mal kurz, wie ich den Nutella-Slime hergestellt habe. Für unseren Nutella-Slime brauchen wir Kondensmilch, dann etwas Stärke. Die bekommt ihr wirklich in jedem Supermarkt, ganz günstig. Und dann brauchen wir die komplette Kondensmilch, einen Esslöffel Stärke und dann folgt auch schon die Nutella. Von der Nutella brauchen wir ebenfalls wieder einen Esslöffel, den wir dann gut mit der Kondensmilch verrühren und das Ganze auch schon richtig erhitzen. Am Anfang lässt sich das Ganze wirklich etwas schwerer vermischen, nach einer Zeit geht es und wenn ihr merkt, dass es dann zu blubbern anfängt, solltet ihr auf jeden Fall die Hitze runterschalten, denn dann bildet sich nach einer Zeit eine immer fester werdende Konsistenz und wenn es dann diese puddingförmige Art hat, dann hatte die YouTuberin gesagt, da auf jeden Fall aufhören, denn wenn man es dann irgendwie zu viel macht, dann zerfällt das Ganze. Ich habe da aufgehört und habe es daraufhin dann abkühlen lassen. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, hat das denn geklappt, nachdem das abgekühlt ist? Ja. Ich würde mal sagen, nicht. Sonst hätte ich es ja wahrscheinlich schon im Intro gezeigt. So sieht das Ganze aus. Es sieht aus wie ein Kackhaufen. Das Ganze ist jetzt schon seit 5 Stunden abgekühlt und ist einfach nur fester geworden. Es ist nicht mehr diese Pudding-Konsistenz. Also es ist schon irgendwie so ein slimiges Ding. Die Sache ist, wenn ich das jetzt anfassen würde, würde das an meinen ganzen Fingern kleben. Also so wirklich Slime ist das nicht. Denn Slime ist meiner Meinung nach etwas, was man anfasst, womit man rumspielen kann, was aber nicht an den Fingern kleben bleibt. Knete ist es ja noch weniger, weil Knete ist ja etwas fester als Slime sozusagen und behält die Form. Ich habe auch schon probiert, wie das Ganze schmeckt und zwar nur ein bisschen, da ich nämlich Kondensmilch genommen hatte, die schon verfallen ist. Einfach aus dem Grund, da ich nicht großartig viele Zutaten verschwenden wollte. Schmeckt jetzt nicht großartig besonders. Weiß jetzt nicht, ob das an der verfallene Kondensmilch liegt oder ob das irgendwie allgemein an diesem Rezept liegt. Wie ihr seht, also ein absoluter Fail und extrem unnötig in der Art und Weise, wie ich es gemacht habe. Wahrscheinlich bin ich auch einfach nur untalentiert, ich weiß es nicht. Das Nutella Slime Rezept. Das Nutella Slime Rezept. Slime? Das Nutella Slime Rezept von diesem Tutorial, Mist, es klappt nicht. Das Nutella Slime Rezept ist also ein totaler Fail. Ich will das Rezept, okay, wir bleiben jetzt bei Rezept, will ich jetzt absolut nicht schlecht reden der YouTuberin. Vielleicht hat das bei einigen von euch funktioniert. Es würde mich wirklich sehr interessieren, falls ihr das ausprobiert, ob es bei euch klappt. Das Einzige, was ich euch damit zeigen will, ab und zu muss man Do-it-yourselfs, die man so auf YouTube sieht in einem Video, öfters ausprobieren. Und ab und zu sind einige Sachen auch einfach nur ein absoluter Fail und man braucht da einfach ein bisschen Glück und nicht nur Können, also nicht nur das Rezept an sich. Das heißt, wenn ihr DIY seht, wie jetzt, wo ich Stärke zum Beispiel benutzt habe und ihr euch fragt, kann man das mit Mehl versuchen? Probiert es einfach mal aus, ob es funktioniert oder nicht. Vielleicht hätte es mit Mehl sogar besser geklappt, wer weiß. Auch wenn dieses DIY von mir einen so unnötig Stempel bekommen hat, heißt es nicht, dass das DIY so unnötig ist. Mich würde es ja nämlich wirklich total interessieren, ob es für euch geklappt hat. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, falls ihr es ausprobiert. Wenn euch die Reihe gefällt und das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich einfach, dass ich mehr machen soll. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Hier in der Endcard verlinke ich euch mein letztes so unnötig Video. Es lohnt sich reinzuschauen und wir sehen uns natürlich bei meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.